Kannst du Wirtschaft? Der Podcast zur Bundestagswahl. Kannst du Wirtschaft, Sandra Weser? Ich denke mit Herzblut, ja, weil bevor ich in den Bundestag gekommen bin, ich tatsächlich in der Wirtschaft tätig war bis 2016 in einem internationalen Konzern mit US-Hintergrund und stamme selber aber auch aus einem Familienbetrieb und habe selber zwei Unternehmen gegründet. Gut, das sagt Sandra Weser. Sie ist Bundestagsabgeordnete und FDP-Kandidatin im Wahlkreis Neuwied. Ich bin Ralf-Michael Löttgen vom Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft. Frau Weser, Ihr Wahlkreis liegt ganz im Norden von Rheinland-Pfalz. Ich kenne die Ecke ein bisschen, weil ich bin auf der anderen Seite in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, im südlichen Oberbergischen Kreis. Ist ja eine eher ländlich strukturierte Gegend. Wie sieht denn die Wirtschaft aus in Ihrer Heimat? Ja, sehr interessant, weil wir haben aus der Historie bedingt sehr viel metallverarbeitende Betriebe, sehr viel produzierendes und verarbeitendes Gewerbe, aber natürlich auch Dienstleistungen. Vor allen Dingen, je weiter man Richtung Rhein runterkommt, ist natürlich gerade im Gastgewerbe etc. sehr viel los. Ja, das ist ja typisch für ländliche Räume, dass sie sehr differenziert sind. Selten ja ein großer Wirtschaftszweig, sondern eben viele kleine. Stark mittelständisch geprägt, nehme ich an. Ich vermute mal, dass Innenstädte für Sie ein großes Thema sind. Da haben wir ja schon einen Trend gehabt in der Vergangenheit, dass die Menschen zwar auf der einen Seite attraktive Innenstädte wollen, zum Bummeln, zum Flanieren, dann aber im Netz und auf der grünen Wiese einkaufen. Und dieser Trend ist ja massiv verstärkt worden jetzt in der Pandemie. Wie kriegen wir die Kuh da vom Eis? Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Herausforderung, vor der wir da stehen. Und Herr Löttgen, Sie haben recht, gerade durch Corona haben wir nochmal wie mit einer Brennglasfunktion auch gesehen, wie schnell Innenstädte veröden können. Wir hatten natürlich diesen Gang schon im Vorfeld, aber jetzt natürlich auch seit anderthalb Jahren Coronavirus sind doch sehr, sehr viele Geschäfte geschlossen, wo wir nicht wissen, machen die überhaupt nochmal auf. Ja, viele sind ja auch allein vom Alter her schon in den Gedankengängen, dass sie sagen, ich habe keine Nachfolger, also mache ich dann überhaupt jetzt nochmal auf. Und das wird auch eine politische Aufgabe. Natürlich muss sich jeder Eigentümer selber Gedanken machen, aber es wird, denke ich, auch eine politische Aufgabe, wie wir gerade in den Mittelzentren die Attraktivität der Innenstädte weiter aufrechterhalten können. Und da muss man ein Stück weit auch drüber nachdenken, bekomme ich das hin, vielleicht mit Kulturszene, mit öffentlichen Einrichtungen, aber eben auch ja, Handwerker, die eventuell Geschäfte nutzen können, um dort ein Standbein zu haben. Also ich glaube, da muss man ganz, ganz offen sein, was Ideen angeht. Aber da ist natürlich auch der Bürgermeister gefragt und sich zu überlegen, wie kriege ich die Attraktivität in meiner Innenstadt erhalten. Das Wirtschaftsministerium hat jetzt ja die Hilfen nochmal verlängert. Auch Kurzarbeitergeld soll erstmal weiterlaufen. Wir kommen ja langsam hoffentlich aus der Krise raus. Ihre Prognose im Mittelstand, wie es dann aussehen wird in 3, 4, 5, 6 Monaten? Ja, also ich glaube schon, die Tendenz ist ja in vielen Unternehmen durchaus positiv, wo man sagt, also es ist unterm Strich vielleicht doch ganz glimpflich abgegangen, aber es gibt natürlich wie immer auch Verlierer bei der Sache. Und ja, jetzt ist ja tatsächlich auch die unternehmerische Kreativität gefragt. Muss ich vielleicht mein Geschäftsmodell ändern? Muss ich stärker in die Digitalisierung reingehen? Ich glaube, das ist, glaube ich, in kleinen und mittleren Unternehmen ein Riesenpunkt, wo bis dato vielleicht dieser Sprung in die Digitalisierung Welt noch nicht so gemacht worden ist. Ja, und ich muss natürlich auch schauen, gute Ideen können nur getragen werden, wenn ich auch die finanzielle Ausstattung habe und die natürlich momentan auch von den Eigenkapitaldecken angefressenen Unternehmen brauchen dort vielleicht dann auch Unterstützung von den Banken und man muss sich da mal ganz ja, Gedanken machen, wie bekomme ich jetzt Unternehmen vielleicht gestützt mit Entwicklungsfonds etc., um neue Ideen auch entsprechend ausbreiten zu können. Stelle ich Ihnen mal eine Frage, die Ihnen als FDP-Abgeordnete gefallen dürfte. Wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt für eine Steuerreform? Ja, natürlich. Eigentlich ist es immer ein guter Zeitpunkt, aber nie war er so gut wie im Augenblick, glaube ich. Ja. Also wir müssen entkrempeln, wir müssen es einfacher machen. Die Unternehmen stöhnen unter der Bürokratie, nicht nur unter der Steuerlast, aber auch der damit verbundenen Bürokratie. Das wäre natürlich schon ein Entfesselungspaket, so wie wir das ja auch im Bundestag eingebracht haben, indem man tatsächlich halt Unternehmenssteuern nochmal ein Stück weit senkt. Es darf auf gar keinen Fall eine Vermögenssteuer geben. Und man muss wirklich den Unternehmen die Luft lassen, dass sie sich wieder neu entfalten können, neu aufstellen können und ja positiv auch wieder in die Zukunft schauen können, weil es sind die Ausbilder unserer Jugend und die Wirtschaft trägt auch unseren Wohlstand hier im Land. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen, weil ganz, ganz viele Arbeitsplätze auch da dran hängen.
Also sollte es zu einer Regierungsbeteiligung der FDP kommen, gibt es da sicherlich mit den potenziellen Koalitionspartnern Diskussionen. Naja, also ich denke schon. Also es ist ja, schön wäre es natürlich, wenn man mit als FDP bei 51% oder so sein komplettes Wahlprogramm umsetzen kann. Aber so ist es ja in Koalitionen, dass man tatsächlich dann immer wieder ringen muss um Positionen. Aber ich glaube, das ist einer der Punkte, wo die FDP dann auch hart verhandeln wird, wenn es dazu kommt. Sie sagten Digitalisierung, die hat natürlich einen Wahnsinnsschub bekommen jetzt in der Pandemie, ist ja auch Teil der Infrastruktur. Gerade im ländlichen Raum sind die Menschen auf eine gute Infrastruktur ja angewiesen, weil es in der Regel keine kurzen Wege gibt. Also vom Straßen- bis zum Netzausbau, wo hakt es da in Ihrer Region? Was muss da passieren? Ja, wir sind vom Landkreis her relativ gut aufgestellt. Der Kreis war sehr rege, um Förderprogramme auch abzurufen. Nichtsdestotrotz, Sie sprechen ländlichen Raum an, klar, ja, in Ballungszentren oder in größeren Orten wird natürlich gerne und schneller Breitband verlegt, als dann vielleicht in einem kleinen Gehöft, was dann noch 3 Kilometer weiter liegt. Aber wir brauchen tatsächlich flächendeckend Breitbandausbau. Und da sehe ich vor allen Dingen die Schulen als einer der Hauptprobleme, aber auch öffentliche Verwaltung, weil wenn die Verwaltungswege nicht digital werden, dann wird es auch nicht unbürokratisch, auch nicht einfacher. Und dann natürlich auch die Unternehmen, die Möglichkeit haben müssen, arbeiten zu können. Ich kenne bei mir im Wahlkreis noch ein Unternehmen als Fertigbau- oder Fertighaushersteller, der muss abends seine Pläne mit nach Hause nehmen, damit er die verschicken kann, weil er die vom Standort seines Unternehmens nicht verschicken kann, weil da der Breitbandausband nicht groß genug ist. Und genauso natürlich auch, das haben wir jetzt auch in Corona-Zeiten mitbekommen, die ganzen Mitarbeiter, die von zu Hause arbeiten, brauchen auch vernünftige Anschlüsse, weil sonst funktioniert es eben auch nicht mit der Go-To-Meeting-Sitzung oder was auch immer. Und das würde dann aber gerade im ländlichen Raum einen super Plus bringen, weil die Wege halt nicht so lang wären und der ÖPNV ist im ländlichen Bereich auch nicht so gut ausgebaut und auch der Straßenausbau ist zwar schon wesentlich besser geworden, aber muss nach wie vor weiter vorangetrieben werden. Insofern wäre das eine Win-Win-Situation, ich glaube, gerade im ländlichen Raum, wenn ein stärkerer Breitbandausbau kommen würde. Jetzt habe ich gehangen. Ich frage Sie jetzt nicht nur, weil Sie mal ein Autohaus geleitet haben, aber im ländlichen Raum vorstellbar, Stichwort Elektromobilität, da wollen wir ja im Grunde alle so ein bisschen hin oder auch ein bisschen mehr hin. Kann man im ländlichen Raum auf absehbare Zeit auf den Verbrennungsmotor verzichten? Nein. Ich glaube auch nicht, dass das was mit ländlichem Raum zu tun hat, sondern wir wollen ja uns nicht fokussieren auf ein Antriebsmittel. Und ich finde, der Verbrennermotor hat nach wie vor seine Berechtigung. Wir müssen uns halt Gedanken machen, wie kann der betankt werden? Ja, also da Thema E-Fuels zum Beispiel, weil wir hätten da eine extrem große Hebewirkung, weil der Bestand Tankstellen, aber auch Autos sofort bedient werden könnten und dadurch natürlich auch eine sofortige Wirkung einsetzen würde. Und ja, es wird E-Autos geben, auch im ländlichen Raum für kürzere Strecken, aber solange sich da die Entfernung und auch der Ausbau von Ladeinfrastruktur nicht verbessert, sehe ich momentan keine einseitige Fokussierung auf E-Autos. Wäre auch, denke ich mal, nicht sinnvoll. Kommen wir noch zu einer Branche, die auch sehr stark im Fokus der Öffentlichkeit war in den letzten Monaten, nämlich die Gesundheitswirtschaft, will ich mal sagen. Ungefähr die Hälfte aller Leistungen in der Pflege werden von privaten Anbietern erbracht. Die Pandemie hat ja sehr deutlich gezeigt, wo es da überall hakt, insbesondere auch bei Fachkräften und bei Menschen, die eben in der Pflege arbeiten wollen und da gerne arbeiten wollen. Was muss sich da ändern aus Ihrer Sicht? Also ich glaube, die Berufe an sich müssen attraktiver werden. Alleine bei der Ausbildung, viele Pflegefachschulen nehmen noch Gebühren. Da ist die Frage, müssen die sein, wenn man überall kostenlos studieren kann und auch andere Ausbildungen kostenlos machen kann? Und dann die Wertschätzung des Berufes an sich. Ich glaube, also dieses Klatschen, ja, das ist mal ein Momenteffekt, aber auf Dauer reicht das nicht. Man muss schon insgesamt in der Bevölkerung eine größere Wertschätzung den Pflegeberufen entgegenbringen, wobei sich das fairerweise, finde ich, durch Corona verändert hat. Also ich glaube, vielen ist bewusst geworden, wie wichtig es ist, dass Menschen dort sind, die sich um den Menschen kümmern. Und dafür aber auch wieder das Thema Bürokratieabbau. Wir dürfen dann Pflege
Anliegende nicht damit belasten, dass sie irgendwie noch 25 Formulare ausfüllen müssen während ihrer Arbeit, sondern da vielleicht auch wieder durch Digitalisierung, intelligente Arbeitsvernetzung einfach mehr Zeit schaffen für Pflegende und Gepflegte. Ja, ist ja leider in vielen Branchen so, dass wir sehen, dass die Bürokratie da sehr, sehr, sehr viel Arbeitszeit auffrisst und Mühe kostet. Ja. Das würden Sie dann auch angehen wollen? Ich denke, es ist also global, dieses ganze Thema Digitalisierung ist eine Riesenchance. Und dafür muss einfach die Grundlage gelegt werden. Es muss Digitalisierung möglich sein, sprich der Breitbandausbau muss entsprechend da sein. Und dann müssen die Systeme her und es müssen die Vernetzungen her. Es kann nicht sein, dass gerade jetzt in der Bundesrepublik Deutschland mit 16 Bundesländern irgendwie immer noch 17 Systeme laufen, die nebeneinander laufen und nicht in irgendeiner Art verknüpft sind oder eben mit Fax irgendwelche Anweisungen hin und her geschickt werden, sondern da effizient und intelligent drangegangen, glaube ich, wäre das ein Riesenschub. Und natürlich wollen wir das nach vorne bringen. Und nicht nur im Pflegebereich, sondern auch im Bildungsbereich, in allen Bereichen. Bildung würde jetzt ein weiteres Gespräch erfordern. Okay, ja, alleine stundenlang. Ich greife mal das Stichwort global auf. Haben Sie Unternehmen im Wahlkreis, die exportieren? Ja, relativ viele sogar. Ja. Ja. Wie sehen Sie das? Wie wird das weitergehen? Außenhandel, China, Stichwort? Wird eine große Herausforderung. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Unternehmen immer ihre Wege, ihre Handelswege auch finden. Natürlich wäre es schön, wenn wir über Handelsverträge sprechen können. Aber ich sehe momentan auch parlamentarisch sehr viel Gegenwind. Ich versuche jetzt seit 2,5 Jahren einen Gesetzentwurf zur Ratifizierung von CETA durchzubringen im Bundestag. Das Chlorhühnchen. Das war ja TTIP. Ja. CETA ist mit Kanada. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Kanada ist goldplated. Und es ist eine Demokratie, es ist uns in den Werten so nah und es wird teilweise auch angewendet und wir schaffen es tatsächlich nicht, es zu ratifizieren. Und ich versuche jetzt, oder wir versuchen als Fraktion seit knapp 4 Wochen jede Sitzungswoche diesen Gesetzentwurf wieder auf die Tagesordnung zu heben und er wird immer von der Koalition abgewählt. Und ich finde, das ist ein Armutszeugnis, weil wir brauchen Freihandel, wir brauchen sichere Handelsbeziehungen in der Möglichkeit, auch Investitionen im Ausland vernünftig tätigen zu können, ja, etc. etc. Und Sie haben jetzt gerade China angesprochen. China ist für uns eine große Herausforderung. Es ist ein systemischer Rivale und gleichzeitig ein Geschäftspartner. Und wir müssen da geschickte Wege finden. Und wir müssen uns gerade in der EU, glaube ich, auch mal über unser ökonomisches Gewicht, was wir in der Welt haben, bewusst werden, weil wenn wir uns einig sind und dieses Gewicht einsetzen, dann können wir auch vernünftig Handel betreiben. Dass man Donald Trump mal dankbar sein muss, TTIP gestoppt zu haben, hätten sich diejenigen, die TTIP nicht haben wollten, wahrscheinlich auch nicht träumen lassen. Tja, aber heute wäre man tatsächlich dankbar. Ich habe also ganz viele seitdem gehört, die gesagt haben, es wäre ja toll gewesen, wenn wir TTIP in irgendeiner Form gehabt hätten. Hat natürlich auch, es sind viele Punkte, die im Nachhinein suboptimal waren, dieses Verhandeln in irgendwelchen Hinterzimmern, die Intransparenz etc. etc. hat zu viel Misstrauen geführt. Aber man muss auch klar sagen, es ist auch viel durch NGOs etc. An Unmut und auch Angst geschürt worden. Chlorhühnchen-Debatte haben Sie gerade schon angesprochen. Ist ja nur einer von den vielen Punkten. Sehen Sie mir das Chlorhühnchen nach. Ich wollte das auch gar nicht werten, sondern es ist einfach ironisch im Nachhinein, dass ausgerechnet Donald Trump derjenige war, der das dann verhindert hat letzten Endes. Ja, gut, das stimmt. Zum Abschluss immer in der Reihe noch ein Wahlprüfstein eines unserer Mitgliedsverbände. In dem Fall geht es um Votum. Verband unabhängiger Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa. Es ist ja so, dass in den letzten Jahren Vermittler und Makler von Versicherungen und Finanzdienstleistungen sehr stark reguliert worden sind. Das alles dem Verbraucherschutz letztlich dient, der zumindest heißt diskutiert. Welchen Stellenwert misst Ihre Partei der Tätigkeit der unabhängigen Versicherungs- und Kapitalanlagevermittler bei? Ja, einen sehr hohen, wenn man sich anschaut, das ganze Thema private Altersvorsorge. Vor dem Hintergrund von demografischer Entwicklung muss man ja schon sehen, dass es
ohne eine private Altersvorsorge sehr schwierig wird. Wir müssen den breiten Bevölkerungsschichten Zugang verschaffen zu Kapitalmärkten. Aber es ist halt jetzt auch nicht jeder Finanzexperte und es möchte auch nicht jeder Finanzexperte werden. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass da qualifizierte Berater, Vermittler gibt, die entsprechend auch zertifiziert sind, wo man sich vertrauensvoll hinwenden kann und die eben diese Aufgabe für einen übernehmen, wenn man sich am freien Kapitalmarkt entsprechend Altersvorsorgeprodukte holen möchte. Wir haben uns ja in dieser Legislaturperiode bereits dafür ausgesprochen, dass bei den Lebensversicherungen keine Provisionsdeckel eingeführt werden, weil es für uns wichtig war, dass eben diese Branche ja Existenzgrundlagen hat und durch diese Deckelung wäre die ja entzogen worden. Also das war einer der Punkte, wo wir gesagt haben, also wir setzen uns für diese Menschen oder für diese Vermittler ein und wir werden das auch in Zukunft tun. Ja, die Diskussion wird sich ja weitergehen, gerade vor dem Hintergrund Rente mit 68, die Zahlen, die da letztlich veröffentlicht worden sind, der Streit jetzt zwischen Herrn Altmaier und Herrn Scholz, wollen wir nicht weiter kommentieren an der Stelle. Frau Wieser, ich danke Ihnen herzlich. Sehr gerne. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie bei nächster Gelegenheit wieder dabei sind. Sehr gerne, es hat mich gefreut. Tschüss. Tschüss. Kannst du Wirtschaft? Der Podcast zur Bundestagswahl.